Thema. Im Fokus stehen dabei Gesetzgebung und Regulierung im Blockchain-Bereich. Ziel ist die Weiterentwicklung der Blockchain-Community. Unternehmensvertreter, Politiker und Experten haben sich auf Malta zu einer EU-Meeresschutzkonferenz getroffen. Dort Wege zur Bekämpfung der Plastikmüllkonzentration in den Weltmeeren gefunden werden. Begleitet wurden die Teilnehmer von Aktionen der Break Free from Plastics Bewegung. BFFP-Mitglieder stellten eine Methode für die Auswertung von Plastikmüll vor. Die wahren Verursacher sollen damit publik gemacht werden. Nach 20 Metern Strandreinigung zum Beispiel wird Plastikmüll nach Abfallkategorie und Hersteller bzw. Marke sortiert. Das BFFP-Team wertet die Ergebnisse aus und veröffentlicht sie dann im Internet. Analysen erfolgten bereits auf den Philippinen, in Kroatien, Spanien und in den Niederlanden. Dabei stellten sich als Hauptverursacher des Plastikmülls Konsumgüterkonzerne heraus. Das globale BFPPP-Bündnis wurde 2016 von rund 900 Nichtregierungsorganisationen, darunter Greenpeace, gegründet. Jetzt schauen wir mal ein bisschen hoffnungsfroh in die Zukunft, denn die maltesische Regierung hat der europäischen Medizin